Gentlemen, dear representatives of the civil society, in 2015 at COP21, we adopted also in 2015 hat man das Pariser Abkommen unterschrieben, um eben die globale Erwärmung mehr oder weniger hier zu reduzieren. Es geht um ein 1,5-Grad-Ziel. Aber lassen Sie uns ehrlich sein, wir sind weit davon entfernt, dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das Gegenteil passiert hier eher. CO2-Emissions rapidly rebounded following the COVID-19-Pandemic. Also auch die Covid-Pandemie natürlich hat einiges hier beeinflusst und wir erleben hier gerade wirklich die erschütternden Konsequenzen von dem Klimanotstand. Große Teile auf dem Süden des Globuses werden hier auch hart getroffen von den Auswirkungen der Klimakrise. Die meistens betroffenen Länder, die hier auch finanzielle Unterstützung brauchen, die auch viele erschütternde Dinge erleben. Also es geht eben um die CO2-Emissionen. Mein Heimatland Österreich. By significantly increasing its budget for international climate. Es geht hier also viel ums Geld. Man möchte hier eben auch das Budget erwähnen. In den nächsten Jahren, 2023 bis 2026, das Klimaministerium möchte 220 Millionen Euro für das Klima investieren. Für mich als den Bundespräsidenten war das wichtig, dass mein Land auch Solidarität zeigt. Wir wollen unseren Teil hier erfüllen, um die Regenwälder auf dieser Welt zu unterstützen, um die Ozeane zu schützen und zu unterstützen, ja, die Menschen, die auf diesem Planeten leben. However, we cannot and should not limit ourselves to the question of climate finance. Wir sollten uns nicht darauf beschränken, dass es Geld kostet. Wir können uns nicht vor diesem Drama rauskaufen. Geld allein macht unsere Luft nicht sauberer. Es wird die Erde nicht davor stoppen, sich zu erwärmen oder die Gletscher zu schmelzen. Austria aims to become climate neutral by 2040. Many other countries have set themselves similar goals. Also viele Ziele hat man sich gesteckt, hier eben auch bis 2040. By concrete measures. Aber das muss eben hier ganz konkret nochmal verfasst werden. As Greta Thunberg would say. So wie Greta Thunberg gesagt hat, das ist alles Blabla. Wenn wir nicht wirklich mehr machen, ist das alles Blabla. That there is far too much blabla and far too little concrete action. Es gibt viel zu wenig konkrete Aktionen, die hier gesetzt werden. Ich verstehe Greta Thunberg und dass junge Leute und nicht nur junge Leute die Geduld verlieren. Es liegt an uns, alles zu machen, was wir können, um das Vertrauen zurückzuholen. Commitments, but binding commitments. Um auch mehr oder weniger Zusammenkünfte zu schließen. Renewable energies. We are phasing out the installation of fossil fuel heating systems. Also wir versuchen schon mit erneuerbaren Energien einiges zu unternehmen. Das sind kleine Schritte in die richtige Richtung. Aber wir müssen viel mehr machen und schneller vor allem. Alle von uns. Egal von welchem Land. Egal auch von welcher politischen Position, egal von welchem Land wir sind, wir müssen uns jeden Tag fragen, wie können wir es besser machen? Wir müssen alles machen, was wir können, um eine lebenswerte Zukunft auf diesem wunderschönen Planeten für Generationen, die noch kommen werden, zu ermöglichen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.